Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Anfang der 60er Jahre wurde ich in der Universität Tübingen zum Förderschullehrer ausgebildet. Jüngere Kollegen später in Mainz, dann in Landau. Meine Enkelin, eine meiner Enkelinnen, die studiert jetzt auch dieses Fach in Heidelberg. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum wir im Saarland nicht selber Förderschullehrer ausbilden können, zumindest für die gängigen Fächer für Behinderte. Und ich freue mich sehr, dass man also in dieser Richtung tätig ist. Und ich freue mich sowieso immer noch, dass unser Förderschulsystem für behinderte Kinder im Saarland vorbildlich war und vorbildlich ist und ich hoffe, auch vorbildlich sein wird. Was mich allerdings stört, ist, hier ist von Bildungsgerechtigkeit gesprochen worden. Bildung ist für alle Kinder und wir haben auch sonderbegabte Kinder. So wie wir Kinder haben, die Behinderungen haben, haben wir auch Kinder, die sonderbegabt sind, nach den verschiedensten Richtungen. Das ist nicht nur intellektuell. Das können handwerkliche Begabungen sein, das können soziale Begabungen sein, das können künstlerische, sportliche Begabungen sein. Für diese Kinder müssen wir genau dasselbe machen wie für unsere behinderten Kinder. Hier kommt nämlich noch ein Faktor dazu, der für alle Kinder gilt, aber es kommt noch einer dazu, weil diese Kinder, das werden die sein, die in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren das Geld verdienen, damit wir die Schulen für die anderen Kinder noch bezahlen können. Der zweite Punkt, es wurde auch hier gesagt, dass die Ministerin ein sehr schweres Amt hat. Das habe ich auch schon einige Male gesagt. Ich gehe einen Schritt weiter. Ich sage, sie hat, so wie das jetzt aufgestellt ist, ein unmögliches Amt in dieser Situation. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Lehrer oder Leute, die an der Schule tätig sind, die können Probleme an ihrer Schule mit den anderen beteiligten Eltern, Kindern, Schulträgern und so weiter lösen, aber selbst diese ausgebildeten Lehrer sind nicht in der Lage, zum Beispiel Regeln für das ganze Saarland aufzustellen. Das wird aber von der Kultusministerin verlangt. Hier werden Pläne, Szenarien erwartet für die nächsten 3 Monate, für die nächsten 14 Tage und so weiter. Generell für das ganze Saarland. Das wird niemals funktionieren. Und ich muss leider sagen, dass auch die Lehrerverbände, die es ja wissen müssten, genau in das gleiche Horn blasen. Auch die verlangen immer Lösungen für das ganze Land. Das ist gut. Die Lehrerverbände, die Lehrergewerkschaften, man kann ihnen nicht verübeln, man kann ihnen nicht übel nehmen, dass sie, sind ja immer dieselben Dinge, mehr Lehrer, kleinere Klassen, weniger Stunden, eine bessere Bezahlung, das ist halt eben Gewerkschaftsarbeit. Und wenn das der Ministerin oder vorher dem Minister geholfen hat, dass mehr Lehrkräfte eingestellt werden können oder konnten, dann ist das eine gute Sache. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir diese Lehrkräfte auch sehr gut einsetzen. Und da gehört unter anderem das dazu, was ich eben gesagt habe, Aufbau eines und Ausbau eines Fördersystems für sonderbegabte Kinder. Ich möchte noch auf etwas aufmerksam machen. Ich weiß jetzt nicht, der Herr Lafontaine ist im Augenblick nicht da. Als er Ministerpräsident war, hat er ja auch im Bund geworben für Geld für Saarland. Und dann ist ihm ja vorgeworfen worden, dass das Saarland in vielen Dingen besser gestellt ist als andere Länder in der Bundesrepublik Deutschland, wie wir das ja auch genauso gemacht haben, als Deutschland Griechenland Geld gegeben hat. Dann ist gesagt worden, ja, die haben 14 Gehälter und so weiter und so fort oder gehen schon mit 50 in den Ruhestand. So werden wir also von den anderen genau beobachtet. Und unser, und es ist ganz einfach, im Bildungssystem die Vergleiche herzustellen. Da hat man früher versucht mit Klassen, so viele Klassen und so weiter. Es ist viel einfacher, die Lehrer-Schüler-Relation. Wenn ich also sehe, auf 15 Schüler kommt ein Lehrer oder auf 13 Schüler kommt ein Lehrer und vergleiche das, sage ich jetzt mal, mit Niedersachsen und dort kommt auf 16 Schüler ein Lehrer, dann sieht man, dass wir besser gestellt sind. Das heißt, wir müssen auch darauf achten,
Wir können also nicht Unmögliches fordern. Wir sind froh, dass das ist, was jetzt ist. Und wir sollten aber umgekehrt, wenn wir dann gefragt werden, wieso wir besser dastehen als andere, auch darauf verweisen können, dass wir Aufgaben erfüllen, die die anderen nicht erfüllen, nämlich diese Geschichte, diese Schule für sonderbegabte Kinder. Das gibt es sonst in der Bundesrepublik Deutschland, so viel ich weiß, auch noch nicht. Also da wären wir Vorreiter. Wir waren damals auch im Förderschulsystem für behinderte Kinder Vorreiter mit Baden-Württemberg in ganz Deutschland. Wir könnten das auch sein im Aufbau eines Fördersystems für sonderbegabte Kinder. Dankeschön.